Schau im Iglu nach. Welches Iglu? Mir ist noch kein Iglu aufgefallen bis jetzt. Oh, das war nix. Mann. Okay. Dieses Rutschen. Unglaublich. Der rutscht wirklich 100 Kilometer, der Mario. Aha. Welches Iglo? Und wo ist überhaupt die lila Bombe, damit man die Kanone freischaltet? Fragen über Fragen. Das wird schon da oben sein, denke ich, oder? Wahrscheinlich. Schauen wir mal. Nein, was war das? Hallo! Also manchmal verstehe ich wirklich nicht, was zur Hölle los ist. Immer wieder falle ich drauf rein. So. Und jetzt ganz, ganz langsam und vorsichtig hier. Nichts überstürzen, nicht den Pinguin rammen, nicht zu schnell werden, damit wir nicht schlittern. Hau bloß ab mit, Mario. Hau bloß ab mit. So, ich sehe immer noch kein Iglo. Ich weiß nicht, wovon das Spiel redet. Das Iglo ist eine Lüge. Hilfe! Okay. Schau im Iglu nach. Aber was, wenn kein Iglu existiert? Was dann? Hast du ein Iglu? Gib mir dein Iglu! Er hatte kein Iglu. Er ist umsonst gestorben.
Na, komm, gib Gas. Gefunden. Oh. Das ist aber ein sehr kleines Iglo. Also von außen, von innen ist es offensichtlich größer. Das ist die TARDIS unter den Iglos. Ich hoffe, ich brauche nicht zwingend die Geistermütze, wäre das, glaube ich, oder? Oder die. Nee, doch, ich glaube schon. Damit ich das schaffen kann. Aber ich weiß wirklich leider nicht, wo die ist. Ah. Hier ist zumindest auf jeden Fall schon mal die Kanonenbombe. Das ist cool. Jetzt wird das Schneemann besteigen sehr viel leichter. Falls wir das nochmal brauchen. Aber wie wir jetzt zum Stern kommen. Ich glaube, ich habe den da hinten irgendwo leuchten sehen, ne? Ah, hier ist der. Aber wie komme ich da ran? Vielleicht brauche ich da wirklich den grünen Block. Vielleicht kann ich als Geister-Mario durch Eis gehen. Und so könnte ich mir den dann holen. Könnte ich mir vorstellen. Wäre zwar doof jetzt, aber ist wahrscheinlich leider so. Wüsste zumindest nicht, wie man sonst hinkommen könnte gerade. Naja. Dann lassen wir es halt. Ist okay. Wir haben jetzt hier eh gut Sterne sammeln können. Vielleicht bleibe ich nochmal hier unten in den leichteren Levels. Ja, warum nicht nochmal in das erste Schneelevel? Babam, bam, babam, bam. Finde die 8 roten Münzen. Deswegen habe ich hier aufgehört. Ich erinnere mich wieder. Das sind immer meine mag ich nicht so gerne Level. Vor allem fällt man hier wirklich schnell mal in die Schlucht und dann darf man halt gleich nochmal von vorn anfangen. Clip. Dann muss ich kurz hören, was ich wieder gesagt habe. Was hier wieder aus dem Kontext gerissen gegen mich verwendet wird. Ach so. Tja, ist halt so. Weil der ist halt romantisch veranlagt, der Schneemann. Der mag das, wenn man ihm vorher Kanonen schenkt. Vorm Besteigen. Ja, ich mache nur Spaß, Katka. Ich finde es sehr witzig.
Okay. Von hier aus dürften wir wesentlich leichter da hochkommen, schätze ich mal. Ich sollte noch ein bisschen höher zielen noch. Das sieht nicht gut aus für uns. Nein! Mamma mia! Gleich wieder rein in die gute Stube. Let's go! Puh, perfekt. Okay, zwei hätten wir schon mal. Quasi schon fast durchgespielt, das Spiel. Hä? Was? Oh, nein! Ah, so knapp. Beinahe. Wir hatten sogar noch Rückenwind. Habt ihr das gesehen? Oder Bauchwind. Aber leider waren wir scheinbar schon zu tief. Sonst hätte uns das tatsächlich nochmal gerettet und auf die Map getragen. Aber das Spiel hat schon unseren Tod getriggert. Knapp. Beinahe wären wir dem nochmal entkommen. Ah, das ist ja nice. Muss ich mir merken. Wirklich? Wegen zwei blauen Münzen? Oder wie? Naja, okay. Hey, Gemeinheit. Hey, Gemeinheit. Okay, hier unten sind nämlich gleich drei, glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Das ist natürlich schon gut. Die ist schon ein bisschen gemein versteckt, wenn man die nicht weiß. So, ausgezeichnet. Dann fehlen noch zwei. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Da drin wird keine sein, oder? Glaube ich. Zumindest. Ach, ich komme von hier eh nicht rein. Na dann, wurscht. Will ich mich mal darüber schießen? Das sieht aus wie ein Versteck für eine rote Münze da drüben, befürchte ich. Ich habe echt Angst, zu hoch oder zu niedrig zu schießen. Oh, ganz gut eigentlich. What? Erinnerst du dich noch an den Weitsprung? Aha. Wo führst du mich hin, Weg? Ja, und jetzt? Ah, es gibt doch einen Walljump. Der hat noch vorher nicht funktioniert. Ich habe mich schon gewundert. Dachte schon, ich bin durchgedreht und es gibt keinen Walljump in Mario 64. Ah! Okay, cool. Das war nicht eine versteckte rote Münze, sondern gleich ein versteckter Stern. Noch besser. Quack, 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 quack. Okay, wisst ihr was? Gehen wir hoch. Gehen wir in dieses Wasserpegel-Veränder-Level. Ich bereue es jetzt schon.
Ich habe wirklich... Ich habe ein Trauma, so ein Mini-Trauma von dem Level. Ich bin mikrotraumatisiert. Als ich das Bild gesehen habe, war es gleich so... nee, kein Bock. Wenn du alle meine Texte lesen würdest, hättest du gesehen, dass ich einen Walljump schon bestätigt habe. Ah ja, okay, gut. Ich dachte, das Affenlevel ist auch hier. Aber vielleicht ist das noch eins höher. Folge dem blauen Pfeilen. Na dann. Stand da wirklich Folge den blauen Pfeilen, weil irgendwie sehe ich nur gelbe Pfeile. Aber ich gehe jetzt einfach mal ganz nach oben. Knapp. Au. Hey, was ist denn das hier? Kann das mal aufhören, so blöd zu sein, das Spiel. Okay, gut. Okay. Warum denn? Warum darf ich hier die Kamera nicht so drehen, dass man hier schön über den Balken laufen könnte? Weil das Spiel gemein ist und mich leiden sehen will, deswegen. Glaube ich zumindest. Hui! Das ist so verwirrend. Ah, okay. Gut, ich habe keine Ahnung, ob das der Stern war, den ich hier angeblich suchen soll. Aber... here we go, ganz genau. Nein, das war nicht. Folge den blauen Pfeilen. Dann schaue ich jetzt mal nach unten. Ah, der Wasserstand wird gespeichert. Holy Potato! Voll High-End hier. Ja, manchmal ist die Kamera echt gemein, ne? Manchmal hat es wirklich den Anschein, als ob die bewusst den Spieler irritieren soll. Oder einschränken soll oder so. Blaue Pfeile Mario? Hier soll es angeblich blaue Pfeile geben. Ich weiß, ich bin genauso irritiert wie du. Es ist wirklich witzig, weil diese ganzen Level hier habe ich alle immer viel größer in Erinnerung, als sie tatsächlich sind. Oh.
Ah, na komm, Mario. Das sieht gut aus. Ich weiß nicht genau, wohin das führen soll, aber vielleicht... Okay. War das gerade ein komischer Bug oder kann man nicht unendlich Walljumpen? Ja, eben damals waren die eben auch wirklich riesig und man konnte so viel erkunden und entdecken. Hat sich halt einfach die Wahrnehmung verändert. Ich glaube, was ich hier mache, führt ins Nix und ich sterbe gleich. Also machen wir was anderes. Es sind auch keine blauen Pfeile. Was will ich hier überhaupt? Auch nicht schlecht. Kombo. Unfreiwillige Kombo. Yeah! Nein! Kommt mir gar nicht hoch. Schade. Ich habe mir gedacht, vielleicht mal ohne Wasser ganz nach oben. Vielleicht ergibt sich dann was, aber nicht wirklich. Und hier? Wenn du mich hier hoch katapultierst, Katapultiergerät? Das wäre doch eine Idee. Oh, nein! Oh mein Gott! Was für eine miese Kombo. Spindy. Nein, hau ab jetzt. Komm, nicht tot kombon. Wo wir wieder beim Thema Kamera wären gerade. Eben. Hey, du da. Nein, nein, nicht weggehen. Ja, 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 das ist gut. Nein, das ist zu weit. Gar nicht so leicht. Nein, das ist nicht weit genug. Jetzt habe ich ein gesundheitliches Problem hier. Verdammt. Na komm, YOLO. Hab ich keine Ahnung, was ich eigentlich mache. Aber wirklich, nicht mal die erste Mission kann ich in dieser Unterwasserwelt hier lösen. Kein Wunder, dass ich da... keine guten Erinnerungen dran habe. Ach, das ist jetzt nicht ganz unten, ne? Wie kommt man denn da rein zum Beispiel? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie geht's bestimmt. Wenn ich doch nochmal versuche, hier zu walljumpen. Ah, warte mal, das könnte tatsächlich zu einem Stern führen, glaube ich. Oder? Da oben war doch einer. Na, schauen wir mal. Jetzt versuche ich es nochmal. Ja, funktioniert schon mal gut. Ach, komm schon. Mario, wir sterben. Wir sterben. Das gibt's ja nicht. Aha. Verstehe ich nicht. Mit dem Backflip ins Bild, dann ist der Wasserstand ganz oben. Nein. Wirklich? Das wäre ja crazy. Ah, Damage, stimmt. Mit einem Backflip ins Bild.
Hängt es davon ab, wie hoch ich reinspringe oder wie? Crazy! Wer hätte das gedacht? Der Katka hätte es gedacht. Wo ich dann den Stern komme, weiß ich immer noch nicht genau. Vielleicht anders. Ah! Können die irgendwo hin? Ah, zur lila Bombe, ne? Das ist auch nicht schlecht. Oh, hasse ich das manchmal. Wenn er dann, wenn ich zu früh lenke und er krabbelt los, statt dass er springt. Ich habe gerade blaue Pfeile gesehen, und zwar überall. Aber jetzt schalten wir mal die Kanone frei. So, blaue Pfeile. Ich schätze, da brauchen wir einen niedrigeren Wasserstand für euch. Nehme ich an. Vielleicht. Schauen wir mal. Den Backflip kannst du, wo man in eine Richtung läuft. Ach so, ja, ja, genau, das weiß ich. Das stimmt, das hätte ich jetzt auch benutzen können, da hast du recht. Dieses... Ne, dieses, ich weiß schon, hier, den da. Meinst du? Ah, oh Gott! Aber manchmal macht er den auch nicht so bereitwillig, habe ich das Gefühl. Ich finde das Level hier so furchtbar. Ich weiß schon, warum ich das so gehasst habe früher. Okay. Nein! Okay! Okay. Ah! Ah! Nein! Nein! Ohne Scheiß. Jetzt stellen die hier noch einen Feuerwubbel hin, damit man noch mal runterfällt, ne? Sind das gemeine, gemeine, gemeine Entwickler. Da. Oh, Schock. Hallo. Die Merlin hat mich erschrocken. Die stand plötzlich neben mir. Wie ein Geist. Und gib mir einen Dickmann. Also, die sind gar nicht von... Die sind von... Edeka.